Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Yasu und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Saga Troy. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Schell, wir sind zurück mit dem mächtigen Menelaos. Und im letzten Teil haben wir uns eine wichtige Provinz auf Kreta gesichert. Wir gucken mal, ob wir heute auch noch den Rest dieser Insel erobern können, zumindest habe ich es fest vor. Und vielleicht führt uns unser Weg auch noch bis vor die Tore Trojas. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das jetzt noch schaffen werden in dieser kurzen Zeit, die mir hier noch verbleibt. Nur zur Erinnerung, ich kann nur bis Runde 40 spielen, Troja zu erobern. Und die Garnison von Troja, die ist recht stark. Das Pferd ist noch nicht zusammengeschreinert. Das heißt also, das werden wir nicht so einfach schaffen. Menelaos übrigens noch gerade so als kleine Randnotiz, soll ja einer derjenigen gewesen sein, die auch an Bord, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dieses Pferdes gewesen sind, ne, die sich also in die Stadt haben hineinschleusen lassen. Wir werden übrigens wahrscheinlich also Troja nicht erobern können. Das war jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel dieser Kampagne. Ihr seht übrigens hier eine besondere Einheit, die Harpien, die wirklich eine sehr, sehr starke Plänkler-Einheit sind. Ich muss sagen, also seit es Harpien gibt in Total War Saga Troy lerne ich Plänkler wieder noch mehr zu wertschätzen. Ich halte sie ja trotzdem schon generell für sehr wichtige Einheiten, aber die Harpien sind wirklich sehr, sehr gut, auch aufgrund ihrer moralschädigenden Wirkung. Und ich habe ja bereits betont, wie wichtig Moral hier in diesem Spiel ist. Wir machen also erstmal noch ein bisschen Siedlungsausbau. Ihr seht, Ressourcen sind natürlich nach wie vor knapp. Wir finden hier auch keinerlei neuen Plätze, wo wir Kolonien einrichten könnten. Man könnte das jetzt wohl, also ich glaube, diese Mechanik hier in unserer Kampagne, die ist stärker, wenn feindliche Armeen Siedlungen niederreißen, dann können wir dann hingehen und die kolonisieren. Ich glaube, das ist im Prinzip eine recht starke Eigenschaft. Dazu muss natürlich aber insgesamt auch mehr in so einer Kampagne passieren und tatsächlich hier hat man gemerkt, die KI ist hier noch so ein bisschen fährt hier noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse, um es mal metaphorisch auszudrücken. Da geht wahrscheinlich noch mehr. Wir holen uns hier jetzt übrigens mal die Gunst der Götter, zum Beispiel durch den Tempel des Poseidon, und wollen wahrscheinlich auch noch irgendwann mal eine Hekatombe irgendwie opfern. Das machen wir, damit wir auf die zweite Gunststufe mit Poseidon kommen. Das bringt uns zusätzliche Nahrung und die brauchen wir ganz dringend, wenn wir mal eine zweite Armee ausheben wollen, weil Armeen hier wirklich sehr, sehr teuer sind. Ich mache noch ein bisschen Diplomatie. Wir suchen nach Verteidigungsbündnissen, militärischem Zugang und so weiter, wo wir also noch ein bisschen was raushandeln können. Und der militärische Zugang ist hier nur das Mittel zum Zweck, um an das Verteidigungsbündnis ranzukommen, damit wir bessere Einheiten bekommen. Denn durch den Ruf zu den Waffen, den wir ja beherrschen, können wir von unseren Verbündeten Einheiten rekrutieren, beziehungsweise Einheiten rekrutieren, die diese Verbündeten auch bauen können. Und das ist hier genau die Art und Weise, wie ich hier vorgehen möchte. Ich möchte mir die guten Einheiten von meinen Verbündeten holen, während Menelaos hier auf dem Feldzug ist und andere Territorien erobert. Und dann brauche ich selbst gar nicht so viele Rekrutierungsgebäude bauen. Das finde ich nämlich relativ stark, sondern ich kann mich darauf konzentrieren, meine Wirtschaft zu stärken und selbst dann zusätzliche Armeen einfach über die globale Verstärkung den Ruf zu den Waffen eben zu holen. In der nächsten Runde finde ich erstmal toll, dass dieser Skill den Menelaos bekommt. Hart, aber fair heißt, beziehungsweise ist ja eigentlich eine Eigenschaft, die er bekommt. Aber na gut, soll er mit harter Hand bitte fair regieren. Als nächstes holen wir uns einen Agenten. Wir nehmen jetzt hier einen Gesandten. Wir müssen ja nur, das ist unsere Mission, irgendeinen Agenten aufstellen. Natürlich gibt es da auch nochmal unterschiedliche Typen und ich konnte jetzt hier nicht alle Helden rekrutieren. Ich kann hier auch nicht alle vorstellen. Bei dem Gesandten ist es in erster Linie mal wichtig, der kann zum Beispiel die Ressourcenproduktion erhöhen, wohingegen zum Beispiel eine Priesterin die Moral von eigenen Einheiten erhöhen oder von gegnerischen Einheiten eben senken kann. Diese Agenten nutzen wir auf jeden Fall, um zu scouten, also um zu sehen, was unsere Gegner so bauen und wo die das bauen, damit wir ein bisschen mehr Informationen auf der Kampagnenkarte bekommen. Und natürlich nutzen wir sie auch, um andere Fraktionen kennenzulernen. Das ist auch wichtig, damit wir diplomatische Abkommen schließen können. Genau das machen wir übrigens hier. Knossos wird unser nächster Gegner, will ich nicht sagen. Ich sag mal, Knossos wird unser nächstes Opfer werden.
Wir haben auf jeden Fall die stärkere Armee hier und können uns direkt die nächste Stadt sichern. Die ist insofern sehr wichtig für uns, denn in dieser Stadt, also in Lappa, gibt es ein Goldvorkommen, wie wir auch gleich an dem Banner der Stadt erkennen können, wo auch der Name abgebildet ist. Ihr seht ihr übrigens, wir bekommen auch immer ein bisschen Gold, wenn wir so eine Schlacht gewinnen. Ich finde das ganz gut. Ich glaube tatsächlich auch, dass Eigenschaften von Kommandanten, die hier die Ausbeute erhöhen, dass die tatsächlich sehr wichtig sein können. Insbesondere, weil man immer Nahrung und Kupfer und Gold erbeutet. Und gerade das sind halt so total wichtige Ressourcen, wenn es darum geht, Einheiten aufzustellen. Wir schauen übrigens nochmal, was wir jetzt so an Skillpunkten vergeben können. Wir nehmen jetzt hier den Schildwall mit Menelaos. Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Fähigkeit, damit die Einheiten zusätzlichen Block bekommen können. Und wir wollen ja Menelaos auch schön tanky spielen. Ne? Er soll eben gegnerische Helden durch den Armor-Piercing-Schaden, also den rüstungsdurchdringenden Schaden, eben platt machen und gleichzeitig aber auch sehr defensiv spielen können, also dass er eben viele Angriffe blockiert. Und ja, so denke ich, so soll er gespielt werden und so spielen wir ihn hier auch. Das sind die Fähigkeiten, die er halt so mitbringt. Aber ihr habt auch eben gesehen, ich überspringe auch einfach so ein paar Skills. Manchmal finde ich die gar nicht so gut und dann hole ich mir die auch nicht. Dann spare ich die Punkte. Ich habe sogar in einem Durchlauf Menelaos auf Level 14 oder 16 gebracht und habe keinen einzigen Fähigkeitenpunkt ausgegeben. Das war also auch eine Möglichkeit, die es hier gab. Ne? Man kann sich da also noch mehr Zeit lassen. Theoretisch geht das alles. Praktisch geht's natürlich auch, ne? Also, wie gesagt, man kann das so machen. Das ist sicherlich auch eine Frage, wie der Spieler das selbst gestalten will, wenn er den Menelaos spielt. Wir werden jetzt übrigens mal ein bisschen in feindliches Territorium laufen. Wir tun dabei so, als ließen wir Lappa unverteidigt, bewegen uns aber so, dass wir einen Hinterhalt legen können. Hier unten ist eine relativ üppige Armee und vielleicht können wir die hier mit dem Menelaos in einen Hinterhalt locken. Zumindest werden wir es gleich sehen. Unser Agent da hat eben da oben übrigens keinen Erfolg gehabt. Das ist leider so eine Seuche, die mich hier immer verfolgt in diesem Spiel. Genauso übrigens wie irgendwelche Abkommen, die wir nicht eingehen werden. Insbesondere, wenn wir viel Stein für wenig Nahrung hergeben sollen. Das Friedensabkommen hier lehnen wir natürlich ab, denn wir können hier eher noch Eroberungen machen. Wir sehen übrigens hier, dass der Hinterhalt zwar nicht geklappt hat, trotzdem ist die gegnerische Armee in uns reingelaufen und hat sich dazu entschlossen, hier ein Gefecht zu initiieren. Und jetzt seht ihr auch noch ein paar weitere Einheiten, die ich hier rekrutiert habe. Schwertinfanterie, die diese Armee hier doch ganz brauchbar verstärken kann. Also die Truppe hier, die ist schon recht schlagkräftig. Wir haben noch außer unseren leichten Speerläufern haben wir keine wirklichen Elite-Einheiten mit drin. Unsere Bogenschützen sind okay. Unsere Axtkämpfer sind auch okay. Aber unsere Speerkämpfer, die sind eher Standard bis Substandard. Wir haben immer noch lakonische Milizen drin. Die müssen wir auch noch irgendwann austauschen. Und wir haben immer noch relativ viele Steinschleuderer, auch das ist eine Einheit, die sollte man irgendwann ersetzen. Wobei ich tatsächlich die Erfahrung gemacht habe hier in dem Spiel, es ist ganz gut, wenn man doch ein paar Steinschleuderer dabei hat. Sie haben eine gute Reichweite und der Gegner hat immer mal ein paar schwach gepanzerte Einheiten, auf die man ganz gut mit den Schleuderern schießen kann. Ein Aspekt, auf den man jetzt hier noch ganz kurz eingehen kann, ist vielleicht der Aspekt der Verfolgung von flüchtenden Einheiten. Wir haben keine starke Kavallerie in dem Spiel. Es ist also wichtig, dass wir mit Infanterieeinheiten verfolgen, denn die wenigen Kavallerieeinheiten, die es hier in dem Spiel gibt, Streitwagen gibt es übrigens auch, kann der Menelaos übrigens auch rekrutieren, die will man eigentlich immer in der Action haben. Die müssen eigentlich immer irgendwas anderes tun auf dem Feld. Die sind wichtig, um die Moral des Gegners zu reduzieren und vielleicht mal noch einen Fernkampfangriff oder so zu platzieren, wenn es jetzt zum Beispiel die Zentauren sind. Ne? Also das sind die Einheiten, die wollt ihr nicht irgendwie eine Einheit Steinschleuderer hinterher schicken oder so. Und hier die Schlacht haben wir doch mal wieder ganz passabel abschließen können. Auch wieder eine sehr schöne Kampfanimation. Wobei, ich glaube, er müsste den Schild ein bisschen anders halten an der Stelle. Aber schaut mal rein und sagt mir Bescheid, ob das authentisch ist. Also ich glaube, er müsste die Faust gerade nach unten halten. Aber ist jetzt, ne, also ich will jetzt hier auch nicht zu sehr ins Detail gehen oder irgendwelche Haare mit Spliss durchschneiden in der Mitte. Wir kommen weiter voran. Wir haben eine
wichtige Armee ausgeschaltet und zwar so ausgeschaltet, dass wir jetzt hier freies Feld haben und den Rest von Kreta auch noch ohne Probleme unterwerfen können werden. A welcome boost. Wir bekommen jetzt hier übrigens ein Ereignis in Itis, wo wir auswählen müssen, welchen Debuff wir hinnehmen. Also minus 20% Nahrung pro Runde durch Gebäude, was natürlich schon relativ fies ist. Auf der anderen Seite Mali auf die öffentliche Ordnung und ähnliches. Das sind Events, die auftreten, um so ein bisschen zu symbolisieren, dass die Götter mit unserer Welt wechselwirken und dass wir dem Willen der Götter ausgeliefert sind. Ich persönlich fand, dass das hier in dieser Kampagne etwas zu häufig passiert. Also, um ehrlich zu sein, so wenn das alle 4-5 Runden passiert und solche Effekte dann für 3 Runden andauern oder für 4, dann ist mir das ein bisschen zu viel. Ich gehöre zu den Leuten, die ganz gerne auch mal ohne Debuffs spielen oder zumindest nicht ständig irgendwelche zwischen irgendwelchen Debuffs entscheiden müssen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Spleen von mir. Ihr kennt das ja bei EU4, da ärgere ich mich ja auch immer über solche Sachen, ne? Ich hatte jetzt auch noch nicht so ganz den Eindruck, dass man als Spieler damit so wirklich umgehen kann, ne? Also man kann sich versuchen, die Gunst der Götter zu sichern, indem man jetzt zum Beispiel so eine Hekatombe opfert oder indem man eine Prozession irgendwie durchführt oder einen Tempel baut. Das ist ja dann ganz okay. Aber so der durchschlagende Erfolg dafür, der fehlt einfach. Und mir wurde das also so erklärt, das hat eigentlich eher was damit zu tun, dass wir uns versuchen, mit den Göttern gut zu stellen. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Götter uns gut gesonnen sind. Das heißt also, wir können durchaus ein positives Meinungsbild mit Poseidon haben, aber der mag uns trotzdem nicht und schickt uns trotzdem ständig irgendwelche Sturmfluten an die Küste oder so. Das kann also durchaus passieren. Das ist also kein Garant dafür. Es kann sein, dass das noch bearbeitet wird. Also, ich denke mal, da ist die Antwort noch nicht so ganz final. Ich würde mir das schon wünschen, denn so ein gewisses Maß an Berechenbarkeit ist für den Spieler ja schon ganz wichtig, ne? Und ihr kennt das alle aus Total War Warhammer 2. Ihr seid gerade am Anfang der Kampagne in Runde 5. Und bekommt minus 10% Wachstum oder minus 20% Wachstum in all euren Provinzen oder sowas, ne? Das wirft einen einfach für viele Runden zurück. Das ganze Spiel wird sich wesentlich langsamer entwickeln, als ihr das jetzt eben geplant habt. Und ihr müsst damit einfach einen Großteil von dem, was ihr selber an strategischen Elementen in der Kampagne beeinflussen könnt, aus der Hand geben. Das kann eigentlich nicht Sinn und Zweck von so einem Strategiespiel sein, ne? Sinn und Zweck von so einem Strategiespiel sollte es ja sein, dass der Spieler versuchen sollte, möglichst langfristig oder vorausschauend zu planen. Aber gut, ne? Ich meine, so ist es halt, ne? Manchmal funktioniert das halt vielleicht auch nicht ganz so gut, ne? Und ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit gehört sicherlich auch dazu, ne? Sonst wären die Kampagnen wahrscheinlich auch zu langweilig, ne? Eine Unwägbarkeit war auf jeden Fall auch der Speer im Rücken für den Typen. Also damit sind wir auf jeden Fall unserer Eroberung von Kreta nochmal ein gutes Stück näher gekommen und bekommen damit auch nochmal positive Eigenschaften. Und jetzt würde ich mal sagen, wäre auch so der Moment gekommen, wo wir eine weitere Armee aufstellen können. Hier in dem Falle werden wir dem guten Alkmaion eine Streitmacht anvertrauen, die wir erstmal aus relativ günstigen Truppen zusammenstellen. Denn, wie gesagt, Armeen sind teuer. Ihr seht, wir haben zwar über 7000 Nahrung, ne? Aber, also meine Überlegung war hier natürlich, okay, wir haben so viel Nahrung, wir können jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Armee aufstellen, denn ich kann sowieso nur noch ein paar Runden spielen, ne? Und in dem Moment, wo ich eben weiß, ne, jetzt so innerhalb der nächsten 16 Runden ist Schluss, ne, dann kann ich mir auch in etwa ausrechnen, wie viele Truppen ich jetzt noch rekrutieren kann, bis ich auf 0 angekommen bin. Ich habe es übrigens nicht rausprobiert, was passiert, wenn ich nur noch 0 Nahrung habe. Das wollte ich auch ehrlich gesagt nicht rausfinden.
Oder sagen wir mal so, ich wollte es nicht am eigenen Leib herausfinden. Man kriegt es ja relativ schnell raus, ne? Wenn keine Nahrung mehr da ist, dann kriegt man einfach Verschleiß aus der Hölle. Und das passiert dann zum Beispiel, wenn man der KI alle Siedlungen abnimmt. Wobei man insgesamt, und das ist jetzt vielleicht auch für den Spieler gar nicht so schlecht, man kriegt auch als Spieler einen relativ hohen Grundstock an Nahrung erstmal, mit der man arbeiten kann. Das gilt dann aber halt natürlich auch für die KI. Die KI bekommt also auch recht viel Nahrung und wird sich also auch ohne Siedlung, oder mit nur einer Siedlung besser gesagt, ja, ohne Siedlung geht es glaube ich nicht, ne? Aber mit nur einer Siedlung wird sie sich noch eine halbwegs anständige Armee unterhalten können. Ohne Siedlung vielleicht sogar noch eine kleine Armee, denn solange sie noch Nahrung hat, funktioniert der ganze Spök ist ja noch irgendwie. Ich habe das aber auch mitbekommen, dass in einigen Spielen so gegen Ende des Spielzeitraums, den wir hier hatten, von diesen 40 Runden, dass da manche Fraktionen, die relativ wenig Nahrung hatten und produzierten, auch relativ wenig Städte hatten, doch relativ große Armeen unterhalten konnten. Aber wie gesagt, ich versuche das mal so zu erklären, das hat einfach was damit zu tun, dass man einen relativ hohen Grundstock an Nahrung eigentlich bekommt. Und ich glaube, das ist auch was, was dem Spieler eigentlich zugutekommen soll. Ein Hinterhaltsgefecht gibt es hier natürlich auch noch zu sehen, auch wenn es jetzt keine großartige Herausforderung ist, ne? Es gibt aber sehr interessante Hinterhaltsmaps, die sind durchaus differenzierter als das, was ich jetzt hier mit dem Menelaos zeigen kann. Ich denke mal, ich werde euch wahrscheinlich noch bald eine Schlacht zeigen können, wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr zu sehen kriegen, aber da müssen wir mal noch gucken, was ich euch in Zukunft noch zu Troy bringen kann. Auf jeden Fall, auch da finde ich, sind die Maps eigentlich ganz gut gemacht. Also generell, ich fand die Schlachtkarten jetzt mit Ausnahme der Stadtbelagerungen, ich meine jetzt nicht die Siedlungsbelagerungen sind wie bei Three Kingdoms, ne? Die Stadtbelagerungen, die mag ich jetzt nicht so, aber das ist vielleicht auch nochmal eine Geschmackssache, ne? Also hier fand ich es eben ganz wichtig, einmal zu zeigen, wie so ein Hinterhalt hier abläuft, ne? Weil es gibt ja auch immer mal wieder Leute, die verirren sich hier hin, weil die neu bei Total War sind und sich noch nicht so auskennen, und dann hat man das zumindest auch mal gesehen, auch dass es so eine Hinterhaltsstellung gibt und dass man in dieser Hinterhaltsstellung eigentlich sehr viele Vorteile hat gegenüber den feindlichen Truppen und die ziemlich gut auseinandernehmen kann. Also diese Kampfanimationen gefallen mir echt gut. Ich bin generell kein Freund davon, dass es solche Superhelden in Total War Spielen gibt. Aber ich finde immerhin, hier ist es noch halbwegs glaubhaft inszeniert, aufgrund eben der Elias, ne, der Hintergrundgeschichte und so weiter. Auch aufgrund der Tatsache, dass es eine Fiktion ist und der Anspruch an Historizität nochmal ein anderer ist. Aber ich finde diese Kampfanimationen, da hat man sich wirklich Mühe gegeben, und das finde ich ist richtig cool umgesetzt. Das würde ich auch gerne in künftigen Total War Teilen gerne häufiger so sehen. Wir haben jetzt übrigens unsere erste Rebellion bekommen und nichtsdestotrotz haben wir den Weg auf Knossos freigemacht, und dadurch, dass wir jetzt auch gerade dabei sind, hier eine zweite Armee aufzustellen auf Kreta, können wir sicherlich diese Stadtbelagerung auch schneller abschließen. Das ist noch so ein kleiner Rest, der übrig geblieben ist. Den reimen wir ganz schnell auf. Auch da wieder eine schöne Kampfanimation. Diesmal halt natürlich mit Keulenkampf und Schwertkampf. Wir haben einfach hier unterschiedliche Helden. Ja, also der Alkmaion ist einfach ein anderer Held als der Gegner, ne? Von der Ausstattung her. Ne? Wir haben hier einen Helden, der als Keulenträger unterwegs ist. Keulen als Waffe ja auch sehr interessant eigentlich in diesem Spiel. Eine Waffe, die keinen hohen rüstungsdurchdringenden Schaden hat, aber sehr stark ist gegen Einheiten mit schwacher Rüstung, insbesondere dann also zum Beispiel gegen sowas wie Bogenschützen oder ungepanzerte Speerkämpfereinheiten. Da sind die Keulen dann auch wieder eine hervorragende Waffe, und man kann die dann auch tatsächlich im Schere-Stein-Papier-Prinzip, ne, ihr kennt das ja, sehr gut gegen gegnerische Einheiten einsetzen. Alkmaion schicken wir jetzt übrigens zurück, der kann sich um die Revolte kümmern, die dort ausgebrochen ist, und dafür reichen, glaube ich, diese 8 bzw. 12 Einheiten, die wir bekommen werden, also wenn wir da noch einmal rekrutieren. Bisher hatte ich hier die Erfahrung gemacht, dass es mit den Revolten relativ moderat abläuft. Normalerweise bei Warhammer oder so schwellen die ja auf
unglaubliche Einheitengrößen an und kommen mit den exklusivsten Truppen, die man als Spieler normalerweise erst im Late Game bekommt. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Ich glaube, hier kann man diese Einheiten relativ, also oder diese Rebellen relativ gut ausschalten, wenn man sich rechtzeitig drum kümmert. Ne? Das ist dann natürlich wichtig. Wir schließen dann jetzt auch noch die Eroberung von Knossos ab. Knossos ist die letzte, erstmal entscheidende Stadt hier auf Kreta. Wir müssen diese Insel vollständig in unseren Besitz bringen, weil wir dann eine relativ gute Verteidigungsbasis hier haben. Ihr merkt ja bereits, dadurch, dass wir so wenige Armeen haben können, ne, wir haben erst zwei Armeen, aber wir haben schon fast vier Provinzen, beziehungsweise drei, bald vier. Und wir werden uns nicht viel mehr Truppen erstmal leisten können. Das heißt also, wir suchen oder werden immer nach Möglichkeiten suchen, unsere Eroberung möglichst gut verteidigen zu können. Und wenn wir Kreta komplett kontrollieren, dann wird das natürlich einfacher, diese Insel zu verteidigen. Anstatt dass wir uns jetzt hier erstmal zur Ruhe setzen und gucken, dass sich hier noch andere KI-Fraktionen breit machen. Das wollen wir also auf gar keinen Fall. Insbesondere wollen wir vermeiden, dass hier irgendwann mal Truppen der Trojaner landen oder vielleicht sogar Einfluss auf die anderen Fraktionen hier auf Kreta nehmen und die am Ende noch in den Krieg gegen uns ziehen. Ne? Also das ist auch so eine Sache, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Wir dürfen uns mal wieder eine Debuff-Kombination aussuchen, die wir hier wählen. Es ist eigentlich relativ unerheblich, was wir zu diesem Zeitpunkt machen. So lange wird diese Kampagne nicht mehr dauern. Wir holen uns hier jetzt noch Arcasia, werden diese Stadt belagern. Ihr seht übrigens, der Gegner hat hier eine besondere Infanterieeinheit drin, riesenhafte Infanterie. Das ist eine besondere Infanterieeinheit und das Gebäude, das man braucht, um die rekrutieren zu können, das erlaubt es einem auch, einen Zyklopen zu rekrutieren und ich hoffe, dass ich euch das gleich nochmal kurz zeigen kann. Hier bekommen wir jetzt übrigens nochmal ein relativ merkwürdiges Event. Also Aphrodite sorgt dafür, dass Alkmaion von seiner Frau geschieden wird. Ich weiß jetzt nicht, Alkmaion kann dann also nicht der Sohn des Amphiarahaus sein, also denn der wäre ja eigentlich noch verheiratet gewesen in dieser Zeit, beziehungsweise, naja, er kriegt minus 5 Motivation, das heißt also, er wird illoyal und wir können den nur noch ein oder zwei Runden halten, danach wird er mit der Armee abhauen und sich irgendwie selbstständig machen, also es ist irgendwie, ich mag diese Loyalitätssysteme bei den Generälen eigentlich nicht, insbesondere in dieser Zeit eigentlich nicht. Aber okay, gut, also so soll es halt sein. Ne? Wobei es in diesem Fall tatsächlich wahrscheinlich sogar ganz gut wäre, wenn Alkmaion wirklich geschieden worden wäre, denn der hat ja die Kaliroe geheiratet, die Tochter des Flussgottes, und dafür seine andere Frau, die Arsinoe, im Stich gelassen. Und weil sich die Anhänger der Arsinoe an ihm rächten, wurde Alkmaion ja nachher getötet. Ne? Also insofern wäre die Scheidung wahrscheinlich tatsächlich ganz gut gewesen, hätte Alkmaion gerettet. Aber hier ist es halt genau umgekehrt und das Spiel stürzt uns in eine echte Legitimitätskrise. Ich habe euch ja versprochen, ich will euch noch einmal diesen Zyklopen kurz im Einsatz zeigen. Vielleicht können wir das gerade machen, wenn wir die Stadt Lindos auf Rhodos angreifen. Rhodos zu erobern ist sicherlich nicht zwingend notwendig. Ich habe das jetzt nur gerade hier gemacht, weil Rhodos gewissermaßen auf dem Weg nach Troja lag, aber ich kann die Kampagne ja eh nicht so weit weiterspielen, dass ich jetzt noch Troja weiter erobern könnte, aber ein Zyklop könnte dabei ganz hilfreich sein und ihr seht auch noch die riesenhafte Infanterie hier im Einsatz. Wir warten ein bisschen, bis das Wetter besser wird und dann zeige ich euch ganz kurz noch die Sonderfähigkeiten, die dieser Zyklop mit sich bringt. Er kann nämlich Steine werfen. Ich bin jetzt mal ein kleines bisschen näher rangelaufen, so dass hier schon mal ein bisschen Action abgeht. Und ihr seht hier den Felswurf. Wir können nämlich jetzt tatsächlich mit Steinen werfen. Und das ist, also ich glaube tatsächlich ist es so gedacht, dass die Zyklopen so ein bisschen unsere Arti-Einheit sind. Und ihr seht, dieser Stein, der kann schon ganz gut was anrichten. Also ich hätte es mir noch so, von dem Radius, den mir da angezeigt wurde, hätte ich es mir schon ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Ich fand es aber so auch auf jeden Fall noch in Ordnung. Und wie für die Monster
typisch hat dieser Zyklop eigentlich einen sehr interessanten Ansturmbonus. Ihr habt das vielleicht auch schon bei dem Minotaurus gesehen. Auch der Minotaurus hat einen sehr starken Ansturm. Die Monstereinheiten oder die monsterhaften Helden. Ich rede jetzt mal hier nicht von meiner komischen, riesenhaften Infanterie. Die sehen jetzt spektakulärer aus, als sie sind. Die haben so niedrigen Rüstungswert. Also die werden von den billigsten Einheiten zusammengeschossen. Ja. Da sind die Zyklopen auf jeden Fall nochmal besser. Aber die scheinen alle einen ziemlich guten Ansturm zu haben. Wir werden jetzt übrigens nochmal... Komm, öffne mal einen Stein, bitte. Und zack. Also, das ist eigentlich schon ganz cool. Ich mag das. Also, ich mag das. Diese Umsetzung gefällt mir wirklich gut in dem Spiel. Ne, das ist einfach... So, mythische Einheiten, hey, ist okay, ne? Und dann natürlich so, dass man die, also vielleicht so ein bisschen wie so ein Warhammer-Style, hier sieht man übrigens sehr schön den Ansturm, wie weit er da reinrennt, ohne wirklich aufgehalten zu werden, dass man das so im Warhammer-Style ein bisschen umsetzt, also da habe ich tatsächlich relativ wenig gegen, ne? Weil man kann natürlich argumentieren, hey, hallo, es ist alles irgendwie so ein bisschen mythologisch und dementsprechend müssen da beim Realismus irgendwelche Abstriche gemacht werden. Das finde ich auch absolut in Ordnung, ne? Weil tatsächlich, ne, die Quellen wie Homer und so weiter, oder in Anführungszeichen Quellen, ne, die Historienschreiber, die berichten ja von einem Minotaurus oder von einem Zyklopen. Sie berichten aber nicht von zahlreichen Städten mit Stadtmauern oder so, ne? Das ist einfach ein Unterschied, finde ich. Und da im Zweifelsfalle für mich gilt da immer so das Vetorecht der Quellen, ne? Also bei dieser Spielgestaltung, ne? Wenn die Quellen sagen, das geben wir her, ne? Oder wenn die Quellen das hergeben, dann kann man ein Spiel auf jeden Fall so gestalten. Wenn es aber keinerlei Quellengrundlage gibt, dann finde ich, ist es immer ein bisschen schade. Dann kann man sich für meine Begriffe auch nicht so einfach mit einer wie auch immer gearteten Fiktion aus der ganzen Sache rausreden. Okay, so, letzter Teil für heute von meinem kleinen Preview. Wir gucken uns noch einen alternativen Kampagnenverlauf für Menelaus im Midgame an. Was ich hier gemacht habe, war, ich habe mich einfach mit allen möglichen Fraktionen verbündet, Militärbündnisse eingegangen, um dann nachher nach Troja zu segeln und dann dort einen Krieg vom Zaun zu brechen. Im Endeffekt funktioniert das ja auch. Ich möchte hier nur ganz kurz einen Aspekt scharf stellen. Achtet mal drauf, hier haben alle Städte, mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel die Stadt rechts neben uns, aber ansonsten haben hier alle möglichen Städte Stadtmauern auch wieder. Worin besteht die Besonderheit Trojas, das ja bekannt war für seine Mauern aus Stein, wenn alle anderen Städte drumherum auch Mauern haben? Also, ne, nur so. Aber ich will euch jetzt ganz kurz was zeigen, wie man das auch noch spielen kann. Ne? Man kann sich direkt oder relativ früh auf den Weg nach Troja machen. Gut, hier ist jetzt Runde 37. Ne? Ich wollte ja auch schon ein bisschen was an Einheiten dabei haben. Man kann da drüben dann den Krieg vom Zaun brechen, wie gesagt, ne? Und was ich jetzt hier gemacht habe, das ist tatsächlich eine Strategie, die finde ich bisher relativ mächtig, ne? Man geht dann hier in den Hinterhalt und wartet darauf, dass die KI eine schwächere Einheit, wie zum Beispiel hier diese plündernden 11 Regimenter, angreift. Tatsächlich funktioniert das auch und wir müssen halt an dieser Stelle auch leider jetzt mit dem Let's Play aufhören. Ich konnte jetzt leider nicht Troja für euch erobern. Ich werde es aber sehr gerne in einem folgenden Let's Play machen, wenn ich diese Kampagne nochmal ein bisschen länger spielen darf. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch viele Einheiten zeigen. Ich konnte euch viel über die Mechaniken erzählen. Ich konnte euch viele Helden zeigen. Und ihr seht einfach hier, wie mächtig dieser Hinterhalt ist, wenn wir Trojas feinste Armee in relativ kurzer Zeit in die Flucht schlagen werden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr im nächsten Teil wieder dabei seid. Macht's gut bis dahin. Pax Vobiscum, Valete, Chairete. Ich freue mich drauf, wenn ihr meinen Kanal nochmal besucht. Und ich freue mich natürlich auch drauf, wenn wir uns in wenigen Tagen nochmal sehen, um uns vielleicht noch ein bisschen mehr Material zu Troja anzugucken. Bis dann.